Also, wir sind jetzt hier einmal an der Stadt rumgelaufen, hier einmal außen rum zu, bin jetzt gerade 34, 518, 50 Meter Clip quasi hier so ins Offene. Und ich habe jetzt hier einmal Schlaufe, da könnt ihr auch einfache Grundmontage nehmen. Habe ich die überhaupt geskillt? Warte mal kurz. Haben wir geskillt? Habe ich jetzt hier einmal Schlaufenmontage, Lehmblei, geflochtenes Vorfach 36240 Haken, Wattwurm, dann einmal Grundmontage, Seeringelwurm und einmal Wattwurm nochmal. Bisher haben wir eine Klische auf Wattwurm, eine Klische auf Seeringelwurm und noch ein paar Schellfische. Mal sehen, was noch dazu kommt. Und jetzt hier im Turnier wurden schon zwei Trophy-Klischen gleich am Anfang gefangen. Doggerschabe wurde auch schon gefangen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier nur mit den Grundrouten unterwegs. 50 Meter Clip, wie gesagt. 50 Meters, guys. So, ich denke, morgens geht's ja los, wa? Mal zuppeln oder was? Bringt das was? Zuppeln? Alsi! Alles klar, bis später, Petri. Danke dir fürs Dabeisein. Oh, jetzt ja, haben wir's. Dankeschön, Palo Paco. Danke für deinen Follow. Haben wir jetzt Biss hier oder was? Er zeigt das halt nicht so richtig an, ne? Ich glaube, wir müssen noch warten. Der muss runtergehen, der. Mein Triumph reparieren. Ja, wo reparierst du jetzt? Wie gesagt, Windenbach oder Festunggetriebe machen. Und den Rest an der Wolcho. Bin jetzt da mit Grund. Sehr gut, aber ich glaube, wir haben Biss. Ja, wir haben Biss. Moin, deine Fishing-Planet-Tutorials auf YouTube sind so gut. Dankeschön, Palo Paco. Ja, vor allem, die funktionieren heute noch, ne? Die funktionieren wirklich heute noch, ne? So, mal sehen, was da jetzt kommt. Trophy-Klische oder was, Leute? Holen wir uns jetzt die Trophy. Holen wir uns jetzt die Trophy-Klische. Ja, dann nicht das Getriebe reparieren, Diamantforce. Das Getriebe auf gar keinen Fall, nur die Bremse. Bremse, Kugellager, Schmierung. Aber nicht das Getriebe. Was kommt da jetzt? Was ist das? Ah, ein Shelf. Nee. Oh, lol! Lol! Ein Sternrochen. Lol. Wie geil. Auf Wattwurm, Leute. Auf Wattwurm. Und ich glaube, in der Bluga-Werkstatt sind die Teile auch immer verfügbar, ne? Haben wir jetzt bisher. Gerade Pizza selber gemacht. Gerade fertig mit Essen. Geil, Tommy, geil. Das schmeckt immer gut, ne? Pizza selbst gemacht. Ich wollte mir auch mal so einen Pizzaboden mal kaufen. Oh, da haben wir 9, glaube ich. Da, Klische, siehste, geht. Nehmen wir mit, ey. Die stecken wir uns ein. Ich glaube, man muss die Routen in die Hand nehmen, ne? Ja, ja, hier im Fjord ist sehr tief, ja. Ja, ja, ist auf Grund eingestellt. Ja, haben wir extra so gemacht, ja. Grundfischen, ja, ja. Haben wir extra. Ne, ich hab hier geflochtenes. Jetzt haben wir Biss. Geflochtenes Vorfach. Also wenn hier einer ein Steinbutt-Trophy dran hat, Junge, das werdet ihr merken. Selbst nach der Pizza geht bei mir mit dem Weizenmehl-Typ 1080 und meine Geheimzutaten am besten. Man würde bei mir die Bude einrennen. Wie gesagt, Grundfischen, ganz wichtig, Leute, ne? Jetzt keine Pilkruten. Hier, da kommt der nächste neue. Lische, Chatgröße, schön. Mal einen Screenshot machen. Haben wir extra gemacht jetzt mit Grundfischen. Nee. Oh. Oh! Tino! GZ! Alter! Trophy-Klische, die erste!
Junge. Geil. Geht's ja da. Erste Trophy hier. Zack, Trophy Klische, Alter. Schön. Inki. Oh! Hör auf, die nächste Trophy. Was ist denn hier los? Trophy Klische. Hä? Was ist das denn jetzt? Hör doch mal auf jetzt. Was ist denn da los? Junge. Leute, kommt ran hier. Klische. Das gibt's doch nicht. Wer war das jetzt? Kauli? GZ? Alter, mal, was ist denn hier los? Ist hier jetzt Biss oder was? Hab ich immer gehört. Biss, ne? Hier ist Biss. Ich hab einen mit Alpha geschickt, die anderen gehen mit. Ne. Ja, die, also, ja. XP sind gut. Muss gleich mal gucken, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt XP gekriegt habe. Der ist so klein, ne? Nimm alles mit hier. Ja, das sollte gehen, ja. Aber wenn Steinbutt, ne? Steinbutt mit 14 Kilo, der ist schon stark, ne? Also nicht unterschätzen, ne? Klische und Doggerschabe, denke ich, geht. Aber, nichts dran, ne? Oh, bisher haben wir jetzt ein Rohr. Oh, guck mal, fast alles neue Fische hier, ne? Fast alle. Alter, wie geil, Alter. Wie geil. Einfach mal jetzt schon 6 neue Fische. Wie geil. Und gestern haben wir die noch so gesucht, ne? Bleiben wir jetzt stehen, bis wir die 3 Trophys abgehakt haben. Oh, Seehase auch. Lol, Seehase geht hier auch. Hör auf. 50 Meters, 50 Meters. 50 Meters. Warte, mal gucken. Was ist das? Doggerschabe. Hier, I will show you 50 Meters. Yeah, no problem. Da haut mal das Lost-Emoji, UWF Lost, in den Chat. Hat jetzt was gebissen? Irgendwo ist jetzt hier was. Ich weiß nicht wo, Alter. Hier nicht. Da nicht. Ach, hör doch mal auf. Hier. Gerade hier. Am Hinterwerk so schnell. 17 Minuten. 82 Silber mit Pilke. Wer hat den Spot gefunden? Fritte. Ah, Gordok, danke dir fürs Aroma. Mal sehen, was da jetzt kommt. Schön. Danke euch. Ist alles hier, oder was? Guck mal, wir haben noch Champagner, lol. Da habe ich den Champagner noch nicht ausgepackt. Lol. Irgendwo hat's gebissen. Da. Oder ist ein bisschen größer. Erstmal hier die Champagnerbox auspacken. Oh, der ist gut, Leute. Der ist gut, Leute. Oh, der ist gut. Moin und Petri, die Plattfische. Moin, Waller Daniel. Guten Abend, Marc. Na komm, 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 komm. Der ist gut, Leute. Komm, der ist gut. Komm, komm. Was Gutes. Na komm. Das ist er doch. Das ist er ich doch. Ich bin gespannt. Das ich bin gespannt. Komm, sein. Klische, Klische Trophy jetzt. Komm. Komm. Der ist gut. Ja, ist gut. Komm, 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 komm. Oder einen schönen Sternrauch würde ich auch nehmen. Na, was kommt da? 5 Meter noch? Na? Na? Oh! Oh! Schön! Chatgröße! Bam! Schön! Schönen Abend, Marc. Grüße, herzlich willkommen. Schön, oder? Oh, ich finde den hübsch. Alter. Schön. Oh, der sieht gut aus, oder? Nein. Oh, Kuhn geht bei dir nix. Okay.
Mal gucken, jetzt hier die Abendstunden mal abwarten. Okay, Schabe, schön. Doch schon wieder, er läuft doch. Ein bisschen abwarten. Ich glaube, rechts ist aber auch ein Biss gewesen. Und Sternrochen. So, hier ist auch ein Biss. Oha. Ja, schon ein bisschen mehr. Und dann, da kommt der nächste Biss, oder? Oder er war beim Absinken. Ne? Guantanamera. Auch nochmal so 2 Kilo hier oder was? So. Na, was kommt da? Dankeschön, Zverellborg, Guantanamera, Maria, Guantanamera. Oh, nochmal ein Rochen, Alter. 2,1 Kilo. Sich Köder gegenrechnen gegen die Fische, die wir gefangen haben, können wir gerne machen. Können wir gerne nachher machen. Und das gerne mal gegenrechnen. Also bisher habe ich jetzt, glaube ich, 18 Köder verangelt. Werden wir gleich sehen. Ich denke, der Sternrochen ist schon mehr wert wie 30 Seeringelwürmer. Oh, nochmal hier. Jetzt kommt eine Scholle. Genau, Glück hat jeder. Die Frage ist nur wann. Genau. Bisschen Glück muss man auch haben. Ja, also gerade bei so einer Klische oder so, ne? Oh, der ist nicht schlecht, Leute. Oh, Leute. Oh, wenn das eine Klische ist. Oh, bitte. Oh Gott, ist der. Guck mal, wie der kurbelt hier mit der Goliath. Hör doch mal auf. Wie kurbelt der denn hier? Komm, sei. Oh. Oh, der bewegt sich gar nicht. Das ist ein Plattfisch, Leute. Könnte auch ein Rochen sein. Und ja, ich finde der Rochen, ne, auch wie Plattfische, oder? Nee, nee. Tom, Alter. Tom geht wieder vom Schlimmsten aus. Nee, nee, ich hoffe Plattfisch. Oh oh. Das ist was Gutes, Leute. Also für einen Steinbutt ist er, glaube ich, zu klein. Aber Klische oder Doggerschabe könnte sein. 500 Gramm Scholle. Könnte aber auch ein Sternrochen sein, so 4-5 Kilo vielleicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh oh, oh oh, 25. Alter. Junge, komm ran hier. Komm ran, 20 Meter. Meinst du ein Steinbutt? Aber das ist, der ist zu. Steinbutt wird auch noch mehr in die Bremse gehen, wenn der 14 Kilo Steinbutt, ey. Der geht doch noch mehr rein, oder? Steinbutt fehlt mir übrigens noch. Nee, nur ein Stein, kein Stein. Toll, danke. Danke, Trophystein. Ja, toll. Danke. So, was haben wir denn da jetzt? 10 Meter noch. Aber ich würde mal so eine Klische oder so eine Doggerschabe nehmen hier. Komm, was kommt da? Was ist das? Ein Steinbutt, 5,5. Ja, die machen sich richtig schwer. Die machen sich richtig schwer. Und dann überleg mal 14 Kilo Steinbutt. Das ist dann schon Endgegner. Das ist geil. Das macht Bock. So. Können wir verkaufen. Ich glaube, hier ist nichts drin, ne? Schellfisch. Haben wir gar nichts.
So, wir haben jetzt verdient. Also wir haben jetzt 21 Fische gefangen. Ich habe jetzt mal jeden Fisch mitgenommen. Wir haben jetzt 416 Silber verdient. Der Rochen bringt 49, Steinbutt 50, 51 der Rochen, Klische 31, Klische 23, Doggerschabe 25, Doggerschabe 40. Also wir haben jetzt 416 Silbermünzen verdient mit 21 Ködern und 30 Köder kosten 200. Also haben wir jetzt deutlich Plus gemacht, ne? Also wir haben mehr als das doppelte Plus gemacht. Wir hätten jetzt noch 9 Köder übrig, also man macht hier schon Plus mit, Leute. Ne, klar, man levelt jetzt nicht das Meeresangeln damit, aber trotzdem keine Ticketkosten, genau. Und ja, weil jetzt über die Stunde ist okay. Ich finde das nicht schlecht.